Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Natürlich werden wir auch diese Woche wieder die aktuellen UEFA-Top-Spiele lösen und ich zeige euch da einen günstigen Lösungsweg. Ansonsten, wir bekommen hier Packs im Wert von ca. 70.000 Coins, das Megapack als Belohnungsbonus-Set im Wert von 35 und die anderen, ja, die teilen sich auf in 10 und 25 Cast-Sets. Okay. Soweit, so gut. Das sind die Top-Partien. Real Madrid gegen Atalanta und Chelsea gegen Atletico Madrid. Die Spiele sind bereits gelaufen, also heute und beziehungsweise gestern. War das gestern? Genau, gestern und heute. Und ja, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, habe ich hier bereits Teams vorbereitet, die ich aber für mich selber erst morgen kaufen werde. Das hat den einfachen Grund, wir haben morgen viel Supply auf dem Markt. Zum Beispiel, ich habe hier diesen Torhüter, den gibt es gerade auf dem PC gar nicht. Vielleicht gibt es den gerade, aber dann vielleicht auch einfach sehr, sehr teuer. Na, momentan 800. Ich könnte sogar gerade kaufen, aber vorhin habe ich geguckt. Da gab es den nicht. Vielleicht war es auch ein Bug. Aber tatsächlich habe ich hier sehr, sehr niedrigen Supply. Mal gucken, ob ich den Innenverteidiger finde. Mal so 1-2 würde ich dafür ausgeben wollen. Vielleicht 1-5. Ja, diese Spieler sind aber alle verfügbar, aber die sind einfach mir zu teuer auf dem PC und vielleicht habt ihr ein bisschen mehr Glück auf euren Konsolen, dass diese Spieler günstig zu haben sind. Sonst, ja, wartet einfach zu den Rewards, dann bekommt ihr, ja, diese Karten einfach fast zum Abschlusspreis. Natürlich so ein Innenverteidiger, der kostet grundsätzlich immer ein bisschen mehr, aber die anderen Karten, ja, die sollten normal, wenn man sich einfach kein vorgefertigtes Team aus irgendwelchen Lösungen herauspickt, ja, meine Lösung ist dann auch vorgefertigt für euch, aber grundsätzlich erhalte ich nicht so viel Reichweite, das kommt euch zugute und das sollte eigentlich die Teams günstig halten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben keine Events gehabt in den letzten Tagen, das heißt einfach wenig Supply und ich warte bis morgen zu den Rewards und dann werde ich mir dieses Team kaufen. Ja, okay, soweit so gut. Zu den Bedingungen Real Madrid oder Atalanta Bergamo. Mindestens einen Spieler hier habe ich eingewählt. Den habe ich direkt mit der seltenen Champions League Karte kombiniert. Ligen mindestens 5, Vereine max 6, Teamgesamtbewertung 79, Teamchemie 80. Und ja, das war's. Wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt, wie gehabt, immer 6 Tage bzw. eine Woche Zeit, diese SBC zu lösen, also 7 Tage. Und ihr könnt diese SBCs bzw. diese Aufgaben hier 1:1 nachkaufen. Ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Aber gut, jetzt legen wir los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC gelöst. So circa 8.000 bis 9.000 Coins sollten wir hierfür dennoch aber hinblättern. Wenn ihr es jetzt kauft, kann es sein, dass es ein bisschen teurer ist, wenn ihr es morgen früh kauft oder morgen Mittag. Wie gesagt, die Zeit läuft euch nicht weg. Wir haben auch nichts Besonderes in den Packs. Das heißt, ihr könnt diese Packs grundsätzlich oder solltet ihr sie aufsparen für das nächste Event. Dann habt ihr eine Special-Karte vielleicht in euren Packs und daraus könnt ihr einfach einen besseren Value schlagen. Okay, Chelsea gegen Atletico Madrid. Und hier haben wir folgende Bedingungen: FC Chelsea oder Atletico Madrid, mindestens ein Spieler, Spieler derselben Nationalität, Region mindestens 5, Nationalitäten, Region max 7, UEFA Champions League selten, wird hier nur eine Karte benötigt, Teamgesamtbewertung 80 und eine Teamchemie von 85. Ja, und auch hier gehen wir einmal fix durch, let's go. Und damit haben wir auch diese SBC erfolgreich
gemeistert, beziehungsweise ich werde es genau so morgen früh mir einkaufen. Und ja, ich bin mal gespannt, was ich dann irgendwann mal oder wenn dann mal ein neues Event kommt, was ich dann ziehen werde. Aber momentan hetzt mich nichts, dass ich diese Packs öffnen muss. Natürlich, ja, ich habe ein bisschen was auf der Uhr an den Coins. Und ja, vielleicht seid ihr aber nicht so gut betucht oder so, wie man es nennen mag. Und ihr habt, ihr seid angewiesen auf die Coins, um euch irgendwas zu kaufen. Ja, dann bitte, dann öffnet's und verkauft einfach euren Stuff. Und das Gute ist, in den Packs, ja, die können wir auch alle zu Coins machen, denn sie sind tradable. Okay, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat die Lösung gefallen. Und wenn es das getan hat und ihr dank auch mir zu euch die Lösung gekommen seid, würde ich mich natürlich sehr beim Daumen nach oben freuen. Das motiviert mich sehr. Und falls ihr zukünftige Lösungen nicht verpassen möchtet, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace.